They gon' let me for my ambition. He see the dream, a dream, but what's harder than living? Yo, 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 yo. Yo, yo. Back when I first grabbed that pen, I told myself I was gonna win. Was geht ab, YouTube? Pascal Su Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video. Und es ist Donnerstag, kurz vor 9. Ich bin hier am Gym, aber nicht, weil ich trainieren soll, sondern weil ich hier auf Marc warte. Denn wir fahren zu den IPF Worlds nach Schweden. Die sind eigentlich jetzt schon seit 1,5 Wochen am Laufen. Die laufen 2 Wochen lang in Schweden, in Helsingborg. Von hier ist es gar nicht so weit. Es sind nur 4 Stunden Autofahrt, so 400 Kilometer. Ist ein bisschen nervig, weil du mit ein paar Brücken musst und über Dänemark, über so ein paar Inseln. Wir haben ja nicht 2 Wochen Zeit, da zu sein, leider, auch wenn es schön wäre. Aber wir nehmen das Ende mit, weil am Ende ist es immer am schönsten. Und das beginnt heute Abend mit der 83-Kilo-Klasse. Mit Russell Orhi, Brad Gibbs und wer da noch so alles startet. Morgen früh mit der 93er, dann die 105er und so, das ziehen wir uns alles rein, das wird richtig cool. So, die haben sich natürlich schon als zu spät angekündigt, deswegen gehe ich jetzt erstmal noch frühstücken. Und auf dem Weg dahin, kleiner Rückblick, wir erinnern uns an das Jahr 2017. Da war Pascal selbst nominiert, auf die IPF Worlds zu gehen, für die 83-Kilo-Klasse. Damals bin ich in dem Jahr zuvor Deutscher Meister geworden und war eigentlich echt guter Dinge. Und habe mich dann aber, ich glaube, 7 Wochen out verletzt, also für alle, die neu auf dem Kanal sind, da habe ich mir... weiß ich, ob man die Narbe erkennen kann, den Arm gebrochen und dann war der Traum natürlich geplatzt und ich kämpfe da immer noch so ein bisschen mit, ich bin sehr stark zurückgekommen, bin aber auch eine Gewichtsklasse hochgegangen, also ich denke, ich werde nicht wieder zu den Worlds gehen in der nächsten Zeit. Ich bin ja auch aus dem Nationalkader ausgetreten dann im Anschluss und ja, ich habe jetzt erstmal andere Dinge vor, wieder fit zurückzukommen und dann in der 93er anzugreifen, aber ich bin super gespannt, wie so das Feeling da ist und so. Das war damals in Kanada, ich hatte schon einen Flug gebucht und sowas. Und es hat mich halt einfach auch mal super interessiert, wie ist halt so die Stimmung vor Ort, wie ist so ein internationaler Wettkampf, wie ist das Niveau dort, wie sind die anderen Lifter. Aber gut, das werden wir dann heute rausfinden in Helsingborg und über das ganze Wochenende. And I ain't know when, but it was gonna end, up happening, I won't end. So you can take your top 5 list, dead or alive. Put me out for the M. I'm a fucking genius, gripping my fucking penis, living this life. You can't tell me nothing, still ain't really got no money, fucking right. I'm all about that real, this ain't no motion picture. I tell you how that feel, even when the odds against you. So, wir machen hier gerade unseren ersten Zwischenstopp bei McDonald's, um ein bisschen was zu essen zu bekommen. Und ich werde die ganze Stunde mal fragen, mal nutzen, um Marc zu fragen, wie sich sein Rücken so anfühlt. Ja, nach einem knackigen, ungeplanten Max-Out gestern bei Pascal fühlt er sich super gut an. Einblendung kommt jetzt. Morgen, ganz sicher. Hast du noch Hoffnung für deinen Rücken? Für was ist die Frage? Auf Gesundheit? Nicht. Guck mal, das ist so, egal wo wir hingehen, sobald wir alle aussteigen, so. Alle erstmal so den Rücken.
Was ist das? Eiknacken. Alter, der geknackt. Was soll das? Perfekt. Wir fahren auch die ganze Zeit mit Sitzheizung, obwohl es hier ganz knackige 25 Grad hat. Ich habe richtig Arschwasser am Start. Zeig mal her. Sieht man, glaube ich, nicht. Schwarze Hose. Nö, das ist doch alles schön trocken da. Ja, sieht so aus. Aber auf jeden Fall knackig Sitzheizung. Macht ja, auch gar keinen Spaß. Dann wollen wir mal sehen, ob wir McDonald's im Jugo Boss Store finden. He wear polo drawers, put two chains on, and that ain't wrong, but that ain't me. I go too damn hard, I don't need clothes and jewelry to stand out. Black lit nigga with his hair wild, too damn proud. Killing it since Cam A, oh boy, I'm the man now. TDE, put the money in my hand, ain't shit free. Spin this quicksand, I won't sink. Put the pistol in my hand, I won't think. Blah, blah. Rest in peace, you just made room for the next to be. I never been afraid to say what I wanna say when I wanna say it, okay then. Furthermore, we do this for y'all. Rap stressing, but it pays great. That is until you lose a pill and your release date. Get date rate, stay safe. Hold your head, I got two fish and a loaf of bread. Feed the people. Die Jungs versuchen hier wieder was zu finden. 3,9. Ich sag mal nicht, ich Power, weiß. Jungs. Und ein 2 Liter Tetrapack sowieso. Was nicht mal ein Tetrapack ist, aber auch egal. Ach so. Warte, dann nimm die hier. Die Pascal, hat mehr. Pascal kauft extra was mit Protonen. Protonen drin, aber hat die Hälfte von meinen Protonen. Du musst die mit dem Oten. Das stimmt, das stimmt schon. Nimm die mit dem Oten, die hat 3,1. Wie, achtest du darauf, dass das wenig Fett hat? Oder? Nee, das ist naturisch. Ah, naturheiligend. Naturale Power. Was war das für eine Problematik? Mama, falls du das hier siehst, und ich war danach im Krankenhaus, dann hattest du recht. Nee, ich bin wohl allergisch gegen Rohmilch und bin als Kind mal fast dran krepiert. Und jetzt habe ich aber gerade Milch gekauft, 2 Liter, einen Schluck rausgenommen und gemerkt, dass es gar keine Haarmilch ist, sondern halt Rohmilch. Aber if he dies, he dies. Die gehen jetzt halt weg, die 2 Liter. Und ihr hört dann halt, ob es funktioniert hat oder nicht. Wir haben hier die neue Leiko-Kombi gesehen. Was ist dein Kommentar dazu? Ich habe gesagt, IPF, sagt Benchen Flat as Possible. Und Eliko sagt dazu, hold my bar und macht hier so eine schöne Riffelung hin, dass man so richtig maximale Brücke aufbauen kann. Perfekt halt. Perfekt halt. I used to wanna rap like Jay-Z, now I feel like I'm run laps around Jay-Z. Now I ain't seen nothing, it's nasty. Big and Pot gotta come and wanna. So ist noch ungefähr eine Stunde, bis der Wettkampf beginnt, der 83er. Wir sind rechtzeitig hier, wir haben was zu trinken, wir haben was zu essen, wir sind eigentlich alle glücklich. Und die KDK-Hooligans suchen natürlich noch einen Ort, um sich ihre Shisha-Cola anzuzünden. Dafür brauchen die Steckdosen, um dann noch eine Shisha zu rauchen jetzt. Das ist gerade die Mission. Mal gucken, ob wir das noch rechtzeitig schaffen. Habt ihr schon was gefunden? Starkstrom einfach von außen. Für ein bisschen Shisha anzünden, einstecken, Mann. Genial. Wir haben die Regel nicht gemacht, aber wir brauchen halt Shisha am Wettkampf. Ja, wir sind das als hier eine Damenumkleidekabine. Ich weiß nicht wo, aber geht halt gerne auch schon. Weiß nicht, der Abzug wird jetzt auch nicht so optimal. Aber wir können den Fläschchen hier aufmachen und passt das schon. Das war genauso wie geplant, gell? Auch wenn es scheiße heiß ist, Mann. Hier noch die Shisha. Ich würde die Kohlen da drauf, das Ding kann ich am Kabel tragen. Wir sind schon ein bisschen in der Kackschiff gegangen gerade, gell? Ich glaube. Ja, das ist eben nicht. Vor allem stinkt es in der Umkleide jetzt. Wir müssten eigentlich noch einen Zettel zurücklassen. Wahrscheinlich auch klug, wenn wir jetzt direkt hier Shisha rauchen, gell? Da drin stinkt es nach Shisha-Anzünder. Wir müssen eigentlich einen Zettel hinhängen und sagen, Entschuldigung, wir haben Shisha-Code angemacht, aber halt auf Shisha-Smoking is not a crime. Ja, yeah, it's not a crime. Wir haben erstmal vor allem gegoogelt, ob das nicht eventuell in Schweden unter Strafe steht oder so. Ja, wir beide inhaftiert. So, ihr werdet gleich abgeführt, ja, ja. Weil es geht zurück auf Ferdinand IV. Ja. 1734, da er mal Strom von der Königin geklaut hat und deswegen ist das eine Kardinalstrafverbrechen hier. Die lieben es hier, einen in Knast zu stecken, Mann. Scheiße. Erzähl das nochmal mit der netten Begrüßung, die du bekommen hast.
Wir sind hierher gefahren und das Erste, was passiert ist, dass ich den Mittelfinger gezeigt bekommen habe, Mann. So ganz random. Ja gut, so random war es nicht, weil ich habe halt einen Drängler nicht so ganz vorgelassen auf der Autobahn. Und dann bin ich halt immer rechts rübergezogen und habe so spaßeshalber ein bisschen aufs Gas gedrückt und bin dann wieder vor ihm reingezogen. Aber halt auch nur... Du hast dich dabei aber auch an die Richtlinie gehalten, wie du schnell ja, mal fahren darfst. Ich bin halt auch nur 120 oder gefahren oder so, ja. 110 darf man, 120 ist ja voll legitim. Und dann erst mal einen schönen Mittelfinger gekriegt. Pass to, you got the mic, I ain't the one you wanna pass to. My niggas say my new shit pass due. I pay dues, even got that shit tattooed. High power, run another black too. I know you know we need a few plaques too. The brand new niggas with an attitude. Poppin' Compton, the Timbuktu. I might even sell my new shit for 10 bucks too. Too ill when I jot these words. True ill when I shot the world. I know life's bitch. When you know life's a bitch and that's not your girl, cold shit. I'm hot though, like Colgate, Absol. This is a shifting paradigm. I remember when I couldn't spare a dime. Now I step in with a paradigm. On peas, y'all know me. Flow like water, Admiral T. The best author ever to breathe. And as we proceed to follow these dreams, I ain't losing no sleep. No, no, on the no dose. And it's no, no, if it's no dough. So high, but I'm so low. Two cups and I sip slow. Taking my time. Das waren die schwersten 50 Kilo wahrscheinlich, die du je gedrückt hast. Aber wie fühlten sich die Bank an? Die Bank ist richtig geil, also Cleverfit Essling, holt euch so eine bitte. So, der Marc hat mich gerade rausgefordert, dass wir eventuell mal einen kleinen M-Rap-Test hier machen wir mit 50 halt Kilo. Wir machen auch nur Scheiße, wenn wir zusammen sind, gell? Aber ich weiß nicht, wie viele Raps willst du machen? Ich hab noch nie so viele gemacht, glaube ich. Close Grip Feed Up aber? Okay, dann machen wir aber richtig. Nein, wir stoppen Zeit in einer Minute, wer mehr Raps schafft. Das ist langweilig. Nein. Open. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? In einer Minute. Darf ich überhaupt die Füße draufsetzen, Alter? Nein. Das ist eine neue Bank. Füße, nee, musst du ja nicht draufsetzen, die können ja in der Luft sein. Ja. Füße boah, hoch und über Kreuz. Das hab ich noch gar nie gemacht, das ist ja stockschwul, gell? Wow, du musst doch ein bisschen enger greifen. Fuck, hier oder was? So? Nee, in die Mitte von der Rändelung, genau. So ist gut. Scheiß, die Wand dann, Mann. So, jetzt wollen wir mal sehen, was du da raushauen kannst. Ich werde das vorspulen müssen, glaube ich. Wie viele hast du? Ach du Scheiße. Wow, mein Trizeps. Aber ohne Pause, Oma. Ja, du darfst nicht pausieren. Pause ist Stopp. Pause ist Cheating. Ja, streck mal die Arme durch. Streck doch die Arme durch, Simon Teichmann. Scheiße. Hast du raufgeschoben, ne? Ja. Ich hab den Ursprung meines Lebens. Aber halt die Füße oben schon mal deutlich schwuler, gell?
Hör lieber auf, da geht keine mehr, Mann. Sau schwer. Ich fall runter. Runterfahren ist Cheating. Fuck. Wie viel habe ich? Egal, weiß ich nicht. Okay, ich geh's. Mach mal ein bisschen jetzt. Wobei es halt bei ihm schon fast meine normale Reife ist, gell? Ich darf nicht pausieren, ne? Nee, ja. Okay, Schuss. Auch um die 60, 59, 60, keine Ahnung. Das ist straight cardio, Digga. Das geht schon ordentlich rein, gell? Danke. Wow, das gibt ordentlich Pump. Okay, ausgeglichen, okay. Und deswegen, weil du 15 Kilo mehr wiegst als ich, oder 10. 15? Ich gewonnen. Ich hab safe gewonnen. Wir haben keine Wahl. Ich glaube, du bist auch 100. Niemals. Niemals. Okay, a third competitor. Oder Ultra Wide Grip Max Out. Heb mal raus, das sind 50 Kilo, Mann. Niemand hebt die raus, wenn es 50 Kilo sind. Was man halt sonst so macht in der Pause, gell? Jetzt kommt Felix, sie geht schneller. Ich glaube, das können wir etablieren für die kommenden Worlds. Ja, ja. Immer wieder mal ein Backsout, Mann. Jetzt muss man raus. Na, wie fühlt es sich an? Jetzt muss man raus. Füße oben sind sau ekelhaft. Ich habe ja gesagt, das sind die McFit Classics. Close Grip, Feed Up, Bench Press. Da kommt sowieso noch irgendwas auf euch zu, Leute. Dann saugen wir zum Spaß. Marc, die 83er sind durch. Hast du ein Statement? Überblick. War das dein erster internationaler Wettkampf, den du angeschaut hast? Ja, tatsächlich. Nee. Und ich muss sagen, ich fand den von der Organisation her ganz geil so. Auch der WC dabei. Was Warm-up angeht. Aber von der Stimmung her können die sich eigentlich echt noch eine Scheibe vom Insanity abschneiden. Und auch die DM dieses Jahr war eigentlich viel krasser. Also von der Stimmung her. Ich hatte jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht mal Gänsehaut. Also auch nicht bei den Weltrekordversuchen, weil man einfach von den Leuten auch gut 20 Meter weg sitzt. Und an der DM war man halt 5 Meter dran. So, wenn da jemand gekotzt hätte, hätte man auch was abgekriegt. So. Aber ich denke mal, das sind auch so halt einzelne Camps immer von den einzelnen Ländern, weil die Lifter ja nicht ihre Fanbase mitnehmen. Und so ist es halt einfach alles so ein bisschen kühler. Ja, außer die Schweden natürlich, die haben gut Lärm gemacht. Die Schweden haben einen richtigen Heimvorteil, Mann. Also von der Stimmung her,
Das ist schon was anderes als jetzt so eine DM, muss ich sagen. Aber sonst ganz cool. Battle war auch ganz spannend eigentlich zwischen Gibbs und. Oh, hier so. Was machen wir jetzt? Wie heißt das? Nee, was heißt das? Was du gerade gesagt hast. War doch mal jetzt. Ja, was heißt das und was machen wir jetzt? War doch mal jetzt halt, ja. War doch mal. Ja, wir gehen jetzt halt was essen, gell? Ja. Das hört sich gut an. Deal. Time and time I drop line for line, but only time won't tell. If I ever go Caliban and cop 39s and cop back and kill. See the truth. Wie gehst denn du? Ja, Alter, was soll ich machen? Meine Oberschenkel ist weit. Alles wund. Du bist. Alter, Mann. Das Latzendrum, Mann, den Adduktoren, Mann. Guck dir den mal an, was für zu breite Oberschenkel. Also, das wird richtig geil, wenn wir da alle zusammen trainieren. Nein. Warte, ich hab mich gerade. Fish, they wanna know how close me, Dre and Snoop is. So how to shoot fish when they choose this to be Tupac. But truth, I give two shits botch. Expectations or critics hating shit. I just put moms on vacation, bitch. You never know my new look. Cola hast du da gefunden? Ja, zum Glück. Jetzt müssen wir uns nicht mehr jetzt müssen Felix und ich nicht mal nachlegen und nochmal Kohle irgendwo anmachen in der Turnhalle. Nein, sollten wir schon. Ihr macht jetzt morgen mit Gaskartuschen und Fremden. Noch besser. Einfach nur, dass ich es auch mal gemacht habe, Mann. Die Aufregung hat mich bestimmt ein halbes Jahr Leben gekostet jetzt. Is across nations, court cases get thrown out. So tell a motherfucking king be thrown now. I am ruler, I am highness, the prince of Munda. I am this shit like what the prune does. Black on black tip like King the Kunta. Black is back, bitch, I'm King the Kunta. Black on black crime, resent the shooter. Black, 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 I attend the mutual. Racks on racks, I don't rap on tracks without my A-game. So please don't ask me about no pressure. Ja, draußen. Leute, mir geht's nicht gut. Ich hätte noch fast reingekotzt, Alter. Geht's doch viel schlechter jetzt. Wow. 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 Das wird zum Glück, zum Glück. So, wir sind jetzt durch bei Subway und damit auch satt. Ob ich heute genug gegessen habe, ist eine gute Frage. Auf jeden Fall. Die hören nicht auf, ne? Ich habe mich so geschämt. Ich bin gerade auf den Subway geflüchtet, weil die nur rumrülpsen. Genial halt. Hm. Nee, aber das, ich glaube, das mit dem ganzen, mit der ganzen Milch und den zwei Subs jetzt. Und egal, scheiß drauf. Der Himmel ist schön. Okay. Das soll es fürs Video für heute gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Pascal zu checking out. Und ja, einen Endsequenz habe ich ja schon. Peace, bra! Drop the Shisha-Kohle. Drop the Kohle. Die blubbern jetzt noch richtig geil. Das ist schon scheiße, Mann. Das ist schon geil, oder? Der Ranze, Willi. Guck mal, das Niere fett, Jungs. Power! Der Tabak auch.